Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pelbert. Ja, wir bauen ein wenig unseren Stützpunkt um. Leider mussten wir feststellen, dass man trotz allen Widrigkeiten die Sachen immer noch meines Erachtens nicht ganz korrekt hier hinterlegt. Leider Gottes. Sie werden halt immer noch nicht in den Kühlschrank gepackt, obwohl der Weg eigentlich der kürzere wäre. Da weiß ich jetzt nicht, wie genau das hier gehandhabt wird. Okay. So, haben wir auch wieder was eingesammelt. Was da? Und 24 Mal. So, wie gesagt, wir sind noch am Umbauen. Wir bräuchten noch 11 Betten. 11 Betten, sage ich schon. 10. 4 Betten. Wir haben jetzt 20. Das bedeutet, wir bräuchten jetzt noch 60. 60. Die bauen wir natürlich hier. Das bedeutet aber auch, wir können gar nicht mehr bauen. Oh. Man baut erstmal die hier. Dann brauchen wir tatsächlich noch ein paar Barren. Eieieiei. Jetzt brauchen wir hier tatsächlich noch Barren. Okay. Stellen wir mal nochmal 50 her. Ein Bett können wir jetzt schon mal beginnen. Es sollte hier schneller gehen als an dem Werktisch. So. So, das wäre dann das 12. Dann bräuchten wir noch 3 Betten. Mal gucken, ob wir die hier noch hinbekommen. Aha. Das sieht so geil aus. Ich weiß auch nicht. Wie der da so sich einfach mal blub breit, wenn ich da schön schläft. So. Na ja, klar, wenn die am Bauen sind, können die nicht einsammeln. Ist mir schon verständlich. Aber wir brauchen halt ein wenig mehr. Achso, wir haben noch 40 dabei. Sehr gut. So dieses... Was mich auch gewundert hat, dass der hochwertige Stoff auch nur... Ja, hier Wolle benötigt. Aber wir hatten ja Gott sei Dank hier unsere Wollfarm die ganze Zeit am Laufen. So, die beiden würde ich auch noch gerne umbauen, da sie mir, ja, ich würde sagen, ein wenig schlecht platziert sind. Das gleiche auch hier. Schränke noch wegräumen. Ich überlege, ob ich die hier mit ranpacke. Ich glaube, das ist gar nicht mal so eine doofe Idee. Da brauchen wir auch nochmal Nägel für. Das Problem ist nur, die sollen eigentlich arbeiten und nicht da hinten rumeiern. Oder ihr seid doch noch nicht fertig, ne? Ihr seid... Okay, sorry. Das habe ich so nicht gesehen, dass ihr so schnell fertig seid. Wie gesagt, die Betten sind erstmal das Wichtigste meines Erachtens. So. Dann will ich da noch eins hinpacken. Bum, 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 bum. Da hacken jetzt 6 dran rum, ne? Ist wichtig auf jeden Fall. Weil Pearls, die kein Bett haben, bekommen schlechte Laune. Und wir wollen ja keine Pearls mit schlechter Laune. Und ich glaube, in den Betten kriegen sie gute Laune. Weil das sind die großen, bequemen Betten. Nicht umdrehen einfach. Du sollst hier wegrennen. Wegrennen. So. Dann. Ähm.
Können wir nämlich hier noch ein Pearlbett hinbauen. So. Dann brauchen wir jetzt nämlich nur noch ein Bett. Barren stellen wir gerade her. Aus denen können wir Nägel herstellen. Ich hoffe, die Barren sind... Ja, die Barren sind fertig. Perfekt. Weil auch hier möchte ich umbauen. So, wir brauchen dann... Nee, 20 wären 40 Nägel. Bauen wir erstmal die. So. Dann fehlen uns noch 20. Oh, guck mal, wie sie alle in ihre Bettchen auf einmal springen. Wir haben ja Gott sei Dank zwei Nachtaktive, könnte man jetzt sagen, ne? Kann ich dich hier irgendwie aufwecken? Nee. Wir haben ja Gott sei Dank... Oh, aber der da hinten ist nicht so gut, dass du da pennst. So, warte, ich sammle das für euch ein. Kein Problem. Ist ja... Oh, sind ja nur 600 Steine. Du schleppst zu viele Gegenstände. Ach. Tatsächlich. Hä? Hätte ich ja nicht gedacht. So. Hier. Das kann man später mit Strom auch machen. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann bräuchten wir Kühli nicht mehr. Sondern der Stromdude kann die ganze Zeit weiter durchmachen. So, da können wir zumindest schon mal das nächste, das letzte Bett bauen. So, kommt hier hin. So, haben wir das. Den Brunnen. Was fehlt uns da? Pearlsaft und Metallbarren. Okay, dann können wir den... Dann würde ich den tatsächlich hier sogar lassen, den Brunnen. Die Kanzel. Oh. Wo könnte dies hier... Davon haben wir genug... Ja, ich brauche sie grundsätzlich nicht, ne? Ich habe sie nie verwendet. Sonst packen wir sie einfach mal hier hin. Und reißen diese dort ab. So, dann Aufbewahrung. Hätte ich jetzt gesagt, wo sind sie denn hier, die Kleiderschränke? Wo sind hier offen? Ah, hier. So. Ich mach das schon für euch fertig. Okay. Perfekt, danke euch. Ja, da ist noch mehr Arbeit. So. So, die Steine können wir dann schon mal rausnehmen. Weil, wie gesagt, die müssen auch unbedingt ganz dringend anders positioniert werden. So. Bus. Und so ein bisschen sind wir überladen. Okay. Wobei ich hier auch manchmal am Überlegen bin, hier auch noch einen Container reinzuballern, weil so ein Container natürlich ein Vielfaches größer ist zwar, aber man auch sehr viel mehr reinbekommt. Sieht halt auch nicht unbedingt Blech dann aus, ne?
So. Gucken wir doch mal, was haben wir denn alles noch hier drin? Bringen wir erstmal da drüber. Bap, 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 bap. Dann dich. Die Barren. Nope. Erstmal die Barren. So. Dann Kohle. Oder auch nicht, sondern nur den Zement. So. Das kann dann eingestampft werden. So, das daraus perfekt. Granaten. Ja. So, du kommst mal bitte nach da. Medic. Und du warst doch hier drin. So. Dann haben wir wieder ein wenig Platznägel. So, das ist ja auch Produktion, ne? Hier, einmal der Zerkleinerer. Der wird. Ich überlege gerade, wo kommt denn das Wasser? Wo wird denn das Wasser reingespült? Ich glaube hier, ne? Also müssen, bauen wir den so hin. So. Der kleinere. Da ist die Mühle. Die kommt parallel daneben. Das sollte passen. Wenn wir die hier so daneben packen. So, dann die Mühle. Ja, die Werkbänke werde ich definitiv noch umbauen. Das Elektroteil. Wo bauen wir denn das hin? Das finde ich nämlich. Ist halt auch so ein Teil, wo ich denke, das können wir auch woanders hinsetzen. Hier diesen Generator. Da fehlen uns noch Metallbahnen, okay. Ja gut, das ist dann so. So, wie sieht's denn hier mit Nahrung aus? Wir könnten noch ein Dutzend Omelettes machen. Könnten auch noch ein bisschen Honig produzieren, also ein paar davon produzieren. Die könnten wir vielleicht mitnehmen. Müssen wir dann mal schauen. So, das kann weg. Okay. Das haben wir umgebaut. So, das nächste, was noch umgebaut wird, sind diese ganzen Anlagen hier. Auch die Elektroanlage wird umgebaut. Ich überlege gerade, wenn wir die jetzt einreißen. Komm, wir reißen die mal ein. Was haben wir wieder bekommen? 20. Und Barren haben wir wieder bekommen. Okay. Die Frage ist, wo stecken wir dich das Elektroteil hin? Das muss ja nur in der Base stehen. So habe ich das jetzt verstanden. Dann lass uns das doch mal hier hinbauen. So. Du kannst von da hinten da bauen? Ist das ein Witz? Also ich würde sagen, nein, das ist kein Witz. Aber das ist ja heavy. So. Die stehen, wenn ich das richtig gesehen habe, an der Seite, ne? Oder? Hallo? Hört ihr mal auf jetzt Sachen. Also, dass du jetzt laden. Ach so, die müssen. Wir haben keinen Strom.
Ich muss jetzt erstmal laden. Okay, jetzt macht er. Okay. Es beginnt. Ja klar, ohne Strom kann man natürlich auch nicht daran arbeiten. Okay, ihr steht aber alle auf der Seite. Das ist schon mal gut zu wissen. Weil wir bauen die Waffenfabrik. Jetzt wird alles noch umgebaut, sobald wir es freigeschaltet haben. Das dauert auch eine Weile. Wobei ich hier immer noch am Überlegen bin, wie wir das am besten alles machen. Okay. Weil wenn wir hier doch noch die Farm hinbauen sollten, dann müssen wir das alles ein bisschen auch nach links verlagern. Und dann würden, glaube ich, nur zwei Anlagen hier so hinpassen. Müssen wir mal gucken, wo wir die dritte Anlage hinbauen. Vielleicht sogar da rein, je nachdem, wie groß die ist, hätte ich jetzt gesagt. Und dann im Notfall die beiden noch da drüben oder irgendwo anders hin. Okay. So, die bauen. Betten haben wir. Dann sind wir eigentlich abmarschbereit. Und können auch mal gucken, dass wir ins Naturschutzgebiet links oben kommen. Um Wissenstruhen. Oh, Hitze? Wieso Hitze? Ich habe dich doch gar nicht ausgewählt. Muss nur mal gucken, in welche Richtung das war. Falsche Richtung? War das tatsächlich da hinten? Ja, da wurde. Komm her. Komm her. Oh. Gibt es hier? Nee. Ist alle zu. Da ist was. Ah, Handy. Da müssen wir dann auch mal bald gucken und lesen. Haben wir ja auch noch nicht ansatzweise alle gelesen. Okay. Da sehe ich jetzt nichts weiter drin. Leider Gottes. Ich habe auch obendrauf nirgendwo was gesichtet. Was mir auch so ein bisschen gar nicht vorkommt. Dass hier so gut wie gar nichts ist. Ich hätte hier viel mehr erwartet. Viel, viel mehr. Warte mal, das ist doch da. Achso, die einen gehen nicht abzubauen, ne? Na gut, so, wir gehen mal gucken. Und wir müssen natürlich dann auch hier einmal im Kreis drumherum. Denn ich will ja alles sehen. Vielleicht haben wir ja Glück und haben noch außen auch noch eine Kiste. Zweites Naturschutzgebiet, okay. Das ist Nummer 2. Aber auch wieder in die Luft gehen. Ich sehe da, glaube ich, schon mal eine Tour. Ja, komm, wir gehen rein. Rein da und dann gehen wir außen noch rum. Da ist ein Handy. Was bist du? Ne, dich kenne ich schon. Dich kenne ich auch. Du bist mir egal. Dich kenne ich nicht. Guck mal, was da ist. Das ist ein roter. Wir haben den blauen noch nicht mal besiegt. Ich glaube, ich sollte erstmal raus wegen Energy. Weiß halt immer noch nicht, ab wann es zählt, das Verbrechen. Achso, eigentlich so, solange das da angezeigt wird, wa? So, jetzt. So, was war in der Kiste? Nee. Was ist denn das? Dass deine Angriffe leicht erhöht? Nee, brauche ich nicht. Also hey, würde ich jetzt behaupten, dass wir das nicht brauchen. Aber so ein roter wäre natürlich auch eine feine Sache, ne?
Ich werde mir vorher erstmal. Na toll, Milizen. Uff. Die sind heavy. Tun die was, wenn ich nur hier fliege? Ja, tun sie. Tun sie tatsächlich. Na toll. Sobald sie mich sehen, ja, dann kann ich auch hier eindringlich spielen. Jetzt mal ernsthaft. Dann. Okay, was ist das für ein Amulett wieder? Leicht LP-Erhöhung, okay. War hier noch eine Truhe? Ich bin mir halt nicht sicher. Da. Na dann. Mir jetzt so egal. Gibt es Punkte? Gibt es ja Punkte. So Pech gehabt. Wir werden angeblich nicht mehr gesucht. Ich probiere was. Kriege ich nur einen von euch? Ich will nur einen von euch haben. Oh. Ja, sieht ja so, ja, fast danach aus, ne? Ist nicht. Warte mal. Wir haben doch eine Stufe höher haben wir noch, aber ich würde tatsächlich sagen. Nein! Oh, Mist. Das war so nicht geplant. Oh, die sind aber anfällig. Musst du das jetzt so durchziehen. Uff.
Na, 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 na. Ach, komm schon. Geht doch. Da haben wir auch dich. Kommst du mal her? Hörst du auf, hier irgendjemand anzugreifen? Komm her. Hallo? Warum geht das nicht? Meine F-Taste funktioniert nicht mehr. Oder? Hm. Auch da kann ich nicht rauf. What the hell? Jetzt geht's. Hä? Ist das ein Witz? Hm. So, du 42er. Wir gehen jetzt darüber erstmal. Was ich gerade so faszinierend finde, ist, es steht zwar da, dass wir ein Verbrechen, dass wir noch Verbrechen begangen haben, aber wir sind nicht mehr auf der Most Wanted Liste. Hm. Okay. Das finde ich jetzt ein bisschen crazy. Warte mal, was ist das da? Das ist die Statue, ne? Ja. So, dann haben wir ein Level gemacht und wir haben 3 Punkte bekommen. Die Frage ist jetzt, ob auf der anderen Insel wieder ein Respawn da ist, weil jetzt ist ja schon mal ein Tag vergangen wieder mal, oder 2 sogar, oder 3. Irgendwie so um den Dreh. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall auch die zweite. Ich gehe ja immer noch davon aus, dass es 5 sind. Wenn wir 5 Bosse haben, vielleicht sind es dann 5 Biome. Aber wenn das 1 war und das 2 war, wäre die logische Schlussfolgerung, dass hier oder hier irgendwo die 3 ist. Also hier glaube ich nicht. Obwohl, das wäre auch möglich, dass hier noch die 3... Warte mal. Wir sind doch hier oben beim Turm. Da können wir doch bestimmt nachgucken. Auf die Schnelle. Wir müssen doch nur ans Wasser. Und Luki Luki machen. Ja, nur ans Wasser ist auch so. Hm. Das ist tatsächlich die nächste. Okay. Ja, dann gehen wir auch dahin. Das eine mal trotzdem noch mit. So. Dann gehen wir jetzt tatsächlich dahin. One try for one jumble. Da müssen wir ja auch vom Tower aus. Ist ja so, dass... Könnte noch eine Kiste sein. Aber ist mir jetzt eigentlich egal. Wir holen uns jetzt da die anderen Points. Dann kommen wir, glaube ich, schon mal weiter, weil dann haben wir, glaube ich, die zweite. Wir können das gleich mal gucken in den Technologie. Wir werden auf jeden Fall erstmal die Werkbank herstellen. Das ist jetzt oberst mit die Prio. Wir haben 12. Das ist gut. Das ist die eine. Nee, wir brauchen hier unten. Hier. Fließband werden wir herstellen. Elektrischer Hochofen wäre auch noch eine Variante. Wert braucht man nicht. Oh, hier, für den Jugger. Oh, für den könnten wir einen Sattel bauen. Nice. Wir könnten auch eine legendäre, aber wir können immer noch kein paar Dings bauen hier. Erst. Palladium. Und hierfür brauchen wir halt die Fließbandwerkbank, die wir jetzt ja bauen. Elektrokühler. Hier haben wir den Elektrokühler. Hochwertiges Metall, Eisdrüsen. Wäre aus meiner Sicht. Dann könnten wir uns unseren Dings ersparen. Elektroheizung will ich nicht haben.
Aber hier hochwertige, kälteresistente Rüstung, die brauchen wir. Elektrische Küche weiß ich auch nicht, ob wir die wirklich brauchen. Wir haben noch 3 Punkte, die würde ich mir kurz noch aufbewahren, weil Shotgun-Muni wäre gut. Und Sturmgewehr-Muni wäre gut. Wir machen mal beides. Shotgun, ja, das ist erstmal das, was wir brauchen. Dann können wir nämlich selbstständig Munition herstellen. Okay. Was ist jetzt neu in meinem... Achso, hier. Und ich hatte gesagt, ich will mehr Gewicht machen. Ich brauche einfach mehr Gewicht. Dein Maximallast schleppst du mehr. Aber es ist immer noch bei 1000. Hä? Wir haben das doch gerade erhöht. Oder bin ich jetzt doof? Jetzt bin ich verwirrt. Können wir maximal 1000 bauen? B. Können wir irgendwas Neues bauen? Aber das ist klar. So, Technologie. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Was ist denn hier neu frei? Sturm. Ach, stimmt. Jetzt ist ja das Sturmgewehr frei geworden. Dafür brauchen wir 4 Punkte. Schauen wir mal. Also, wir brauchen jetzt als nächstes 4 Punkte. Dann kriegen wir ein Sturmgewehr. Dann können wir das Einschussgewehr wegpacken. Gehe ich mal von aus. Da müssen wir uns halt mal den Schaden angucken, den das Sturmgewehr macht. Gegenüber die Einschuss. Ja, was ist denn das? Büchse? Würde ich jetzt mal so sagen. Was anderes ist es ja nicht. So, welches ist das denn? Ist das Nummer 3, 4, 5 oder 6? Keine Ahnung, werden wir sehen. Also ich kann mir vorstellen, dass es 5 gibt, sagen wir es mal so. Davon gehe ich derzeit aus. Dass wir mindestens 5 von denen haben. Nummer 3. Das sieht aber dann nicht so gut aus, wenn das die Nummer 3 ist. Solange man mich nicht sieht, glaube ich, ist das vollkommen egal, oder? Kennen wir schon. Welche Level haben die? 42, okay. Naja, wir müssen uns halt vor denen da ein wenig in Acht nehmen. Ah. Das brauche ich nicht. Sehr schön. Haben wir schon mal den ersten Punkt. Wie gesagt, die Frage ist, in welcher Masse spawnen die? Und wir wissen ja, bei dem anderen Naturschutz, ja, sehr niedrige Spawnrate. So, holen wir uns dich noch. Wir gehen kurz runter. Solange keiner da ist, sollte ja keiner was mitbekommen. Da haben wir noch ein schlaues Buch. Ja. So. Oh Mann. Die kenne ich noch nicht. Ein Shadow Bear sagt mir jetzt erstmal nichts im ersten Moment. Wo sind denn die Misttypen? Hm. Ich sehe sie zumindest gerade nicht. Kurz aufladen. Schade. Dass ich sie gerade nicht sehe, die Milizen. Aber den würde ich mir gerne holen. Wow, 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 wow.
Was schießt du? Haben wir! Abhauen. Hui! Ein Shadowblade. Sehr nice. Haben wir den nicht? Oh, da ist noch eine Truhe. Ja, da tut mir ganz so leid, dass du so viel jetzt abbekommen hast. Ah, da ist noch einer. Ah, den lassen wir jetzt aber. Hat der Schaden gemacht? Eieieiei. Na toll, ich. Was soll ich damit? Überleg gerade, ob wir denn doch noch. Hier mal kurz gucken, ob hier oben vielleicht doch noch irgendwie was drauf ist. Kannst mir zumindest vorstellen. Also hier können wir zumindest, hier können wir kurze Pause machen. Ist nicht mal mehr ein Verbrechen, okay. Jetzt sind wir wieder im Verbrechensmodus, könnte man sagen. Keine Eier, keine Truhen hier oben. Schade. Okay, dann ab heimwärts. Der hat leider nur 2 Punkte. So, heimwärts wäre. Oh, da, warte mal, da ist noch ein Punkt, den wir nicht kennen. Oh. Der ist sogar näher dran. Ne? Ja, dann holen wir den uns doch gleich mal, ne? Wir haben natürlich die Insel noch nicht fertig erkundet, das ist logisch. Dann kriegen wir auf jeden Fall noch einen Punkt. Dann hätten wir schon mal 3. Von 4, die wir brauchen fürs Sturmgewehr. Ja, manchmal ist Fliegen doch sehr schön. Da hat man eine schöne, große Übersicht. Was ist nun Ei? Interessiert mich gerade nicht. Müssen wir so erstmal ausbrüten ohne Ende. Ja. Jetzt wird uns so kalt. Obwohl wir ihn dabei haben. Weil er ist ja nun einer, der warm macht. Wir müssen noch gucken. Also Munition für dich. Was ist jetzt los? Ja, ich weiß, dass du hungrig bist. Wir sind ja auch gleich da, mein Gutstroh. Na, noch bist du ja nie verhungert. Nee, noch ist ja, was ist denn? So ein Vogel, der jetzt schläft. Okay. Ach, guck mal. Eine Seele. So, wir sind jetzt hier. Dass hier nirgendwo einer ist, ist wieso, ne? Nochmal so ein Unding, meiner Meinung nach. So, wir waren aber eigentlich hier beim Forschen. Und da haben wir noch einen Punkt. Oh, den müssen wir uns jetzt holen. Wenn wir den Punkt haben, können wir uns nämlich das Sturmgewehr holen. Den holen wir uns doch jetzt glatt. Die Richtung passt. Lauf. Was machst du? Ein bisschen in der Gegend rumfeuern? Lalalala. Den Point holen wir uns. Der muss ja irgendwo da drüben sein. Aber wo? Da sind noch Statuen ohne Ende. In diese Richtung. Holen wir erstmal die beiden Statuen noch mit. Dann sollten wir auch gleich die den Dings sehen, hoffe ich doch mal. Wir stürzen wieso erstmal gleich ab. Ah, guck mal, da ist auch die Statue. Die war einfach nur verdeckt.
So. Da ist ein Riesenei, das holen wir uns. Der zählt von hier. Da ist die Statue. Wo war denn die andere? Egal. Da prügeln sie wieder welche. Ach, die war direkt dahinter. So, jetzt müssten wir 4 Punkte haben. Dann gehen wir doch jetzt erstmal nochmal nach Hause. So, Technology. Und jetzt können wir uns tatsächlich... Warum sollten wir ein Verkehrshütchen holen? Jetzt ernster. Oh, hier ist der für den Shadows. Okay. Ja, und da ist die Waffenbank. Weil die Frage ist, können wir mit der Waffenbank überhaupt das MG herstellen? Doch, können wir. Wir brauchen nur Polymere. Okay. Aber, ich hätte gesagt, die Waffenbank. Wir kriegen, wir brauchen Eisen. Metall. Was machst du denn hier? Ja, mach mal auf Max. Geht nicht anders. Okay, wie sieht's hier aus? Das ist ein Witz. Okay, da bauen wir gleich was drüber. Ist mir jetzt egal. So, wer hockt denn da? Da hockst du. Einer von euch hockt da drauf. Wer noch? Einer von euch. So, und jetzt bauen wir da erstmal ein Dach drüber. Mir ist gerade so egal. Das kann doch nie wahr sein, ey. Wir kriegen da kein Dach. Doch, wollte schon sagen. So. So. Wer? So, du kommst. Oh, wir haben einen Palladiumbarren bekommen. Okay. Wer hat den denn gedroppt? Ach, morgen. Moin, Stonhard Goldemon, ne? So, wir packen weg. Dich, dich, dich. Ihr kommt da rein. Munition kommt natürlich nach da. Metallhelm. Metallrüstung und kälteresistente Metallrüstung. Arktisch. Metallrüstung. Metallrüstung. Haben wir zweimal. Können wir also schon mal verkaufen. Kälteresistente Metallrüstung haben wir auch zweimal. Sehr schön. Und Helm. Metallhelmbauplan. Brauchen wir nicht. Pistolenbauplan. Haben wir, glaube ich, auch schon, würde ich behaupten. Dann können wir hier noch das Carbon wegpacken. Und, das ist jetzt das Schöne daran. Wir haben... ein dieser Palladium-Barren. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Man kann hier noch Schrotmunition rein. Gucken wir mal. Können wir das hier irgendwo... das könnten wir da unterbringen, aber... das passt tatsächlich darin. Okay. Gut, dann kurz nach oben. Ja, die Eier sind fertig, oder? Ja. Können wir auch dann gleich machen. So, Kleiderschrank, Accessoires. Jetzt meistens erstmal diese ganzen Vitalität, Vitalität. Das bedeutet, du kannst weg, ihr könnt weg.
Da gucken wir gleich. Offensiv-Amulett. So. Das kann weg. Okay, haben wir die Amulette. Dann ist das alles, was weg kann. Metallhelm. Müssen wir gleich mal gucken. Was haben wir hier? Doppelte Pistole. Wie kommt hier oben ein Stein rein? So. Wo sind denn die Waffen? Ne, wo sind denn die Helme? Ach, die Helme waren hier drüben, ne? Hier hatten wir, glaube ich, alles Helme. Haben wir auch zwei. Perfekt. Dann kann das schon mal weg. Die Eier. Das ist noch eine andere Sache. So. Hup, hup. Dann würde ich so ja sagen, dass wir die jetzt hier erstmal dann als nächstes machen, die Eier. So. Warum? Jetzt macht gar keiner mehr hier Hackepeter, ne? Also die brennen. Einer brennt auf jeden Fall. Der zweite brennt. Und der dritte brennt auch. Genau, wir brauchen ja Barren. Dann können wir nämlich unsere Waffenfabrik dann umbauen. Und wir haben eine nur eine Sphäre. Sehr schön. So. Packen wir die mal weg. So, dann gucken wir noch ganz kurz nach. Wir haben ja jetzt eine neue Pearls bekommen. Und zwar die hier. Die werden definitiv... Können wir hier schon mal gucken. Angsthase und unbelastbar. Na toll. Aber der hat halt einen höheren Angriff. Jetzt schon. Ist aber... unbelastbar. Also hat er keine hohe Verteidigung. Er ist ein Angsthase. Na toll, was haben wir denn hier bekommen? Die haben 4 Feuer? Uff. Das ist geil. Was hast du? Gar nichts. Imprägniert. Aber es ist ein Shadow. Das ist wahrscheinlich für einen Angriff gar nicht mal so im Team so verkehrt. Für Feuer haben wir... Er ist ein Feuer, ne? Ja, Feuerdrache. Wir haben schon ein Feuer. Deswegen. Und er ist halt ein Psycho. Wäre zumindest im Team nicht verkehrt. Wenn wir zwei Erd... Ja. Müssen wir mal gucken. Aber wir werden an der Stelle erstmal, ouch, Feierabend machen. Und sehen uns dann beim... nächste Mal daher. Danke fürs Zusehen und tschüss.